Burnout als Berufskrankheit zu anerkennen, ist sicher ein Schritt, der in näherer Zukunft passieren muss. Allerdings braucht man noch genaue Definition von Burnout. Wie entsteht Burnout? Was sind die genauen Ursachen? Aber auch, was sind die Folgerungen daraus heraus? Und da haben unsere Ärzte und Ärztinnen eine grosse Verantwortung, dass sie das Krankheitsbild wirklich gut definieren können. Aber wenn dieser Schritt passiert ist, glaube ich, können wir nicht darum herum, das als Berufskrankheit zu anerkennen. Selbstverständlich gibt es die Möglichkeit, dass auch die Politik, der Bund, tut in diesem Gebiet von der Burnout-Verhinderung investieren, fördern, dass die Leute gesünder unterwegs sind, beispielsweise über Gesundheitsförderung Schweiz, aber auch in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsverbänden oder der Wirtschaft generell, dass man schaut mit Kampagnen, mit Zusammenarbeit, wie können wir Burnout verhindern. Die Chancen und Risiken von einer flexibilisierten Arbeitszeit sind schwierig, um einfach kurz darzulegen. Es gibt selbstverständlich im Chancenbereich, dass die Work-Life-Balance besser hervorgehoben werden kann. Oder dass ich auch, wenn ich Kinderbetreuung habe, beispielsweise, dass ich dort flexibler bin und kann sagen, ich bringe am Morgen meine Kinder in die Kita, gehe sie zu oben wieder holen und meine Arbeitszeit entsprechend planen. Aber die Risiken sind natürlich, dass die Arbeitszeit ins Privatleben geht und man so auch nicht mehr abschalten kann. Man kann sich nicht mehr holen. Mit der ganzen Digitalisierung auch ist man immer erreichbar. Man kann immer online sein und mit dem können nicht alle Leute umgehen.